Willkommen zurück zu Dark Souls 2 Skull of the First Sin, DLC Nummer 2 Crown of the Old Ivory King. Ja, ich werde jetzt das Winter-DLC quasi spielen. Wir waren ja schon mal ganz kurz da in der Story, aber wir waren nur wirklich kurz da und haben uns mal angeguckt, was das überhaupt ist. Wir fahren jetzt zu gefrorenen Eleumlois oder so. Und ich habe jetzt mal was umgeskillt, doch. Ich habe mal so ein Seelengefäß benutzt. Jetzt weiß ich auch mal, wie das funktioniert. Ist ja ganz einfach eigentlich. Hab aber einen Fehler gemacht. Ich habe 2 Level zu viel auf Belastung gemacht, glaube ich. Wir können aber immer noch gut. Okay, alles klar. Gut. Das heißt dann so, hurra für tolle Aussicht. Auf Maisklotz, der irgendwie, naja. Ja, gut, ja. Also ich habe jetzt hier doch das Katana mal genommen. Es ist zwar langsamer, aber es hat eine höhere Reichweite, eine deutlich höhere Reichweite. Und vielleicht hilft das ja. Es ist aber dafür auch noch ein bisschen schwächer. Also es sind 2 Negativpunkte gegenüber meinem Rostschwert, Rotrostschwert, sorry. Aber jetzt wird's kalt. So, Gegner. Guckt mal, ich will sehen, was ihr jetzt könnt und wie ihr ausseht und... Ja, der ganze Bullshit. Jetzt ist schon wieder die Frage, links oder rechts? Rechts vor links, würde ich sagen. Also gehen wir mal rechts lang. Hier sind die beiden Nachrichten, bitte, was? Feindliche Horde. Alles. Ah, guck mal, da sind ja die Gegner. Okay, ich kann die... Naja, ich kann die schon mal nicht stunnen, ne? Das ist ein bisschen doof. Also irgendwie gibt der auch, glaube ich, keine Seelen, wa? Der steht doch gleich wieder auf, oder? Na gut, okay. Wir haben gesehen, 4 Schläge reichen nicht. Und man kann ja auch nur beim zweiten Schlag stunnen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht komplett verskillt hier. Das wäre ein bisschen scheiße. Dann muss ich es wieder umskillen. Ich habe ja ein paar Seelengefäße. Das geht ja eigentlich noch vollkommen klar, glaube ich. Das macht auch noch mehr Schaden. Ist das Problem. Deutlich mehr. Wie kann eine Bosswaffe so wenig Schaden machen, bitte? Los, komm her. Gucken, wie viel ich dir mache. Ah, den kann ich aber auch nur beim zweiten Schlag stunnen. Aber der Dude ist immer bei 4 Schlägen dann locker tot. Sogar bei einer, naja, fast von hinten Aktion, da die so langsam springen, ist jetzt auch kein Problem. Aber die geben alle keine Seelen irgendwie. Warum geben die alle keine Seelen? Das verstehe ich nicht. Gibt hier gar nichts Seelen? Bin ich hier schon richtig? Warte mal, gibst du jetzt vielleicht Seelen? Da war ich einfach nur blind. Doch, die geben Seelen. Aber halt tatsächlich sehr, sehr wenig. Okay, das kann man nicht benutzen. Okay, gut. Muss jetzt auch nicht sein, dass die richtig viele Seelen geben. Wer bist du denn? Okay, der ist anscheinend tot. Ich sehe ja kein Leben hier. Ja, ich bleibe also bei meinem Rotrostschwert. Schade, dass ich mich verskillt. Wer bist du? Ich greife es nicht an. Nö, mach ich nicht. Goldfruchtbalsam. Okay, das kenne ich noch nicht. Glaube ich mal. Goldfruchtbalsam. 2-mal. Doch, das kennen wir. Okay. Gut, gut.
Was auch immer du bist, ich bring dich nicht um. Irgendwie habe ich schon. Du kleine Sau! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir schon richtig sind. Wir hätten mal. Ich gehe mal die andere Seite nochmal. Auch hier gibt es wieder drei Bosse. Das heißt, wenn wir alle drei platt haben, ist das DLC für uns beendet. Und wenn wir die Krone natürlich haben. Aber hinter einem der Bosse muss ja die Krone sein eigentlich. Ich weiß nicht, ob es in jedem DLC auch eine Erinnerung gibt. Erinnert mich gerade ein bisschen an Bloodborne, an Aidyanam, wo der auch sagt, geh zurück, Jäger, du hast nichts zu suchen. Und wenn man das wirklich macht, dann wird er später ein Freund. Hier, glaube ich, ist das nicht der Fall. Und Ava beobachtet uns. Wer ist denn Ava? Kann ich denn da überhaupt durch? Ach du Scheiße, das kann ich sogar. Soll ich drauf scheißen oder soll ich? Aha, Schlüssel würde. Koch, komm, scheiß drauf. Hier, durch da. Wenn jetzt schon der erste Boss kommt, würde ich ja lachen. Ja, das sieht ganz schön nach dem. Das sieht schon verdammt nach dem ersten Boss aus. Ich möchte wieder zurück, bitte. Hallo. Hey, Nebel. Jemand ist eingetroffen, der das Zeichen nicht besitzt. Alles klar. Kommt jetzt ein Boss oder ist das ein normaler Gegner? Ich höre was. Was ist das da? Das ist ein Wolf, ein unsichtbarer Wolf. Alles klar. Das ist auch ein Boss. Okay, ich bin tot. Ah, ich glaube deswegen, der das Zeichen nicht besitzt, ist eingetroffen. Ich glaube, man braucht erst so ein komisches Zeichen. Deswegen war rechts doch wohl der richtige Weg. Warum sieht denn der geborstene Augapfel so komisch aus? Ist auch egal, jedenfalls, ja. Die Seelen sind schon mal weg. Erstmal. Es sei denn, ich sterbe. Warum sind hier so viele Leute eigentlich gestorben? Was ist denn hier? Ist doch gar nichts. Hä, was machen die Leute denn immer? Stehe ich nicht. Also, wenn der Boss die ganze Zeit unsichtbar tatsächlich bleibt, dann wäre der ganz schön scheiße. Ich glaube nicht, dass die so asozial sind. Und das war tatsächlich ein Boss. Aber ganz ehrlich, den werde ich nicht aufs Bild machen. Also, na, ihr wisst schon. Ihr seht das ja auch. Aber das finde ich dann schwachsinnig. Wir wollten ihn ja nicht mal richtig versuchen. Und wo jetzt hier übrigens die Horde an Gegnern ist, habe ich noch nicht gefunden. Okay, der kann irgendein Zauber. Schon mal gut, dass wir Gegner haben, die nichts können. Das ist schon mal wichtig. Leichte Gegner. Keiner, wer das da jetzt ist, da, der die ganze Zeit da hockt. Ich weiß auch nicht, ob der nur einmal vorkommt oder ob das halt wirklich ein Gegnertyp ist. Würde ich halt auch ganz gerne wissen. Komm, steh auf, steh auf, steh auf. So, dann lassen wir mal Ava ein bisschen in Ruhe, ne? Gucken wir uns mal an, was hier noch so kommt. Was zur Hölle seid ihr? Okay, boah. Wenn hier nicht noch gleich was Riesiges angerannt kommt, dann, Plus 7, alles klar. Flügellanze. Mal gucken, ob wir die schon mal hatten. Ich glaube nämlich ja.
Eine Lanze. Die Lanzen sind hier unten, ja. Ja, okay, wir haben die schon dreimal. Okay, gut. Nein, versucht Kontrolle ja lustig. Ich will den Gegenstand einfach aufheben. Okay, Fackeln? Bist du das? Okay. Ich habe irgendwas Komisches gehört, deswegen. Schon wieder hier so einer. Solange ich sie nicht anvisiere, ist mir das egal. Ach, lass mich raten, ich kann hier mit einer Fackel. Kann ich es wegmachen? Das wäre natürlich cool. Mal gucken, ob das wirklich geht. Verarschen? Wo ist jetzt meine Fackel? Was ist das jetzt für Bullshit gewesen? Ich habe das Ding benutzt und habe keine Fackel bekommen. Das geht gar nicht. Ja gut, dann ist mir das jetzt auch egal, ganz ehrlich. So, was hätten ihr da hinten für Viecher? Euch kenne ich ja schon. Wer der andere mit den ganzen Eisstacheln da auf dem Rücken ist, keine Ahnung. Den werden wir jetzt ja gleich kennenlernen. Aber erstmal gucken, ob es hier noch irgendwo einen gibt. Sieht aber nicht so aus. Ah, doch, tatsächlich. Und dann kommen wir hier. Oh, da soll jetzt herkommen, Mann. So, weg ist er. So, was kannst du denn jetzt außer das mehr aushalten? Unter anderem mehr aushalten, ja. Aber nicht mal mehr wirklich, keine Ahnung. Austeilen kann er nicht wirklich viel. Oh, wo kommt er denn jetzt hier, ey? Okay, blaue Blüten, ja. Sind alles so Sachen, die ich irgendwie nicht brauche oder nie benutze. Oh! Ah, da oben ist auch noch einer. Kümmere ich mich mal erst um den da oben. Ich hoffe, mir geht dabei kein anderer auf den Sack hier. Ah, ja, klar. So, der braucht also 5 Schläge statt 4. Okay. So, jetzt gehe ich mich nochmal um. Und hinten ist auch noch was, oder? Nö. Okay. Ja, die Brücke gehe ich mal noch nicht lang. Oh, hier sind doch. Ist doch Schwarzpulver, oder nicht?
Kombi hat mich doch gar nicht getroffen, das ist doch Quatsch. Okay, brauche ich mal zwei Schluck hier schon. So. Ja, in Massen sind die schon ein bisschen eklig irgendwie. Ist das eine Tür? Ist das gut, dass ich die öffne? Okay, gut, da geht es auf jeden Fall erstmal irgendwie weiter. Also wir haben jetzt drei Wege. Die zwei hier und dann noch unten die Brücke. Und hier könnte es ein Leuchtfeuer sein, oder? Was mir gerade noch aufgefallen ist, man braucht bisher noch gar keine Schmelzerkeile irgendwie. Die halten ein bisschen viel aus, mehr ist das eigentlich nicht. Zwei von diesen Viechern. Warum? Ihr seid bestimmt Gegner, wenn ich einen von euch angreife. Oder wenn ich diesen komischen Wolf da töte, vielleicht ja dann. Vielleicht sind das so Diener des Wolfs. Okay, ich hoffe, der stirbt. Ja, der stirbt, okay. Boss wird benötigt? What? Okay, ich glaube den. Das heißt, ich muss vielleicht diesen ersten Boss killen. Hier kann ich mich fallen lassen, um da hinzukommen. Nee. Ring voraus. Ja, gut, komm. Okay, es ist ein Klosteramulett, das ist noch kein Ring. Oh, dunkler Clownring. Greifst du mich jetzt an? Nö. Okay, cool. Ah, ich bin wieder hier. Dunkler Klauenring. Ich würde auf Anhieb sagen, dass der noch nicht hier ist. Nein. Da. Kennen wir doch. Ring, der eine... Was der eine einen Stein umklammernden Hand darstellt. Ach so, ja, macht Sinn. Erhöht dunkle Angriffe, verringert die körperlichen Abwehr. Die Herkunft des Rings ist unbekannt. Sein Aussehen lässt aber auf eine der dunklen Gottheiten schließen. Der Ring ist nur bei geschicktem Einsatz durch den Träger effektiv, was auch immer das heißt. Aber ich habe meine vier Main-Ringe, die lasse ich jetzt auch. Welche habe ich überhaupt? Habe ich überhaupt irgendwie... Ja, den Ring der Stärke? Ja. Ah ja. Habe ich eigentlich einen Ring, der meine Dings stärker macht? Ah, hier ist noch die Geschicklichkeit erhöhen. Vielleicht macht jetzt das Schwert mehr Schaden. Ist schon mal 301, aber... Ja gut, ich bin auch noch nicht mit... Das hier sind 364. Wie hoch bin ich denn mit meiner... Ja gut, Geschick ist jetzt nicht ganz so hoch wie Stärke, aber ich glaube trotzdem, dass das Schwert niemals an meinem Schwert herankommt. So, gehen wir mal hier lang. Na komm mit rein hier. Na komm. Kann ich nicht von hinten... Nee, ich glaube, von hinten geht nicht bei denen. Solange die mich nicht angreifen, ist alles gut. Das sind Gegner, aber warum...
Na gut, das hatten wir schon mal bei Bloodborne. Da gab es ja auch diese komischen Viecher, die diesen einen Boss da angebetet haben und die haben auch nichts getan, wenn man nicht einen von denen angegriffen hat. Was ist er denn? Oh ne, lass mich raten. Jetzt, wo ich den gekillt habe. Das wäre jetzt aber richtig dumm, wenn das jetzt wirklich der Fall wäre. Steht jetzt auf? Okay, sehr seltsame Gegner. Das hier sieht jetzt auch irgendwie. Ah, okay. Hier muss man also Fackeln anmachen. Alles klar. Ich glaube, dieser Schneesturm macht irgendeinen Boss. Wenn wir den platt haben, dann haben wir ihn platt. Oh, das ist ein Leuchtfeuer. Das ist schon mal gut. So, was ist jetzt hier der Fall? Ah, habe ich die auch so einen Ausblick auf die Brücke, okay. Ist hier vielleicht auch noch ein Leuchtfeuer? Nee, geht's noch weiter. Hi. So. Schon mal fast die Hälfte getan. Guck mal einer an, ey. Der ist auch sehr easy. Und ein Gegenstand. Alter Glockenhelm. Glockenhelm. Lass mich raten, es ist. Ah, hier geht's auch weiter runter. Ja, dann ist es der hier. Ja, auf jeden Fall, ey. Oh, ups. Was kann der denn? Ein aus einer uralten Glocke gefertigter Helm. Scheint kaum mehr als eine Spielerei zu sein, ist aber äußerst praktisch. Die Helmspitze besitzt vorzügliche Verteidigungseigenschaften. Ach, tut sie das oder was? Nein, tut sie nicht. Nicht für mich. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit der Glocke rumrennt auf dem Kopf. Das habe ich echt noch nie gesehen. So, Brücke ist also der Hauptweg. Es sei denn, man macht den Boss unsichtbar, was ich aber nicht glaube, dass das gewollt ist. Dann geht es jetzt nur noch hier weiter. Zu einem Leuchtfeuer. Warum hier auch immer welche wieder sterben? Ich habe keine Ahnung. So. Ein bisschen gehen wir mal noch voran. Wir haben ja noch ein paar Flasks. Boah, hast du schön gemacht. Schöner Sprung. Ah, diese Viecher, ich will gar nicht wissen, was die können. Die sind bestimmt ultra stark. Ho, was war das denn jetzt bitte? Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich das jetzt gemacht habe hier. Hat mich da gerade wirklich einer mit dem Pfeil getroffen, wo ich in der Animation war? Was ist das denn für ein Scheiß? Die alle von hinten. Nee, was ist denn los hier? Eisfrolet. Aha. Kann ich nicht runter? Ah, okay.
Kann ich da durch? Oh ja, kann ich. Bringt mir das irgendwas? Ah, jetzt kann ich hier hoch. Dunkler Tanz und Eisfroulette. Okay, Leute, Talisman kennen wir ja. Gut, dann gehe ich jetzt mal zurück zum Leuchtfeuer. Ich werde es auch noch nicht aktivieren. Ich werde mal eine Fiole hier nehmen, aber... Ja, Fiole. Mann, ihr wisst schon. So. Dann lesen wir uns das nochmal schnell durch. Eisfroulette. Müsste man ja eigentlich erkennen, da ist es auch schon. Ach, Florett. Ja doch. Dieses Florett wurde von den Zauberern der Eloim Lois getragen. Es birgt eine Magie, die durch heftige Angriffe freigesetzt wird. Spezialangriff, Schwerangriff, okay. Eloim Lois wurde durch einen großen Schutzwall vor dem herannahenden Chaos geschützt. Die Zauberer kämpften mit unter den Verteidigern. Ah, das ist es. Cool. Wie viel Grundschaden macht das? Oh, schon ganz schön viel. Das macht wirklich viel. Da guck ich vielleicht mal nach, wie ich das, ob man das gut skillen kann. Falls ja, dann vielleicht lohnt sich das ja. Okay, wir haben noch was. Den dunklen Tanz. Dunkel, 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 da. Die Sechserei verwandelt Seelen in eine große dunkle Masse. Die finstere Masse tanzt aus Freude über ihre gewonnene Freiheit. Oder einfach nur, um jene zu verspotten, die auf ihrem Weg liegen. Hexereien sind Ausdruck von menschlichen Verderbtheit, wie dieser Tanz beweist. Beschleuniger ist eine heilige Glocke. Alles klar. Eine heilige Glocke für... Na egal. Gut. Ja, aber halte ich mal noch drin. Bogen kann weg. Dann war's das mit Dark Souls 2, Skull of the First Sin, The Old Ivory King, Part 1. Gott, Zungenbrecher. Im zweiten Part, ja, hoffentlich können wir dann mal dieses Zeichen bekommen, wo wir dann den Wolf sehen. Gut, dann bis morgen. Zur letzten der Woche? Keine Ahnung. Ich glaube ja. Ja, doch, ich glaube schon. Bis morgen zur letzten Folge der Woche. Tschüss.